Ich bin wieder im Garten mit dem Buch Marion und Humboldt und möchte euch daraus eine neue Figur vorstellen, und zwar den Viktor. Der Viktor ist ein äußerst kluger, aber ekelhafter Heimgenosse, Heimkollege. Und ich denke mir, jeder von uns hat solche Menschen schon mal kennengelernt. So ganz berechnende, durchtriebene Zeitgenossen. Viktor kam gerade vom Füttern seines Patentiers zurück. Aus dem Angebot von Frau Grafensteiner hatte er sich eine Gans ausgesucht, weil sie so genial zwicken konnte, wenn ihr etwas nicht passte. Gänse waren die besten Wachhunde, ihnen entging nichts. Manchmal bewarf Viktor sein Patentier aus dem Hinterhalt mit kleinen Steinchen, um es wütend zu machen. Dann lief die Gans laut schnatternd und mit nach vorne gerecktem Kopf durch den Hof. Pech für die anderen Kinder, wenn sie zur selben Zeit ihre Tiere füttern wollten. Viele hatten Angst vor seiner Gans. Genau so sollte es sein. Aber Viktor war auch ein Wohltäter. Nach dem Regen ging er gerne über die Wiese und hielt Ausschau nach Würmern. Wenn er ein Stück Regenwurm Hintern oder Kopf zu fassen bekam, wer vermag das schon zu unterscheiden, testete er zunächst, was die dicken Gummibänder auszuhalten vermochten. Diese rosigen, sich hin und her werfenden Genossen. Seiner Gans brachte er die Überreste seiner Zugexperimente. Kleine Geschenke erhalten bekanntlich die Freundschaft. Ja, und im weiteren Verlauf des Buches wird Viktor auf Marion aufmerksam, einfach weil sie sich auch nicht gerne fremd bestimmen will. Und ja, spielt mit ihr Schach. Und so heißt es dann ein paar Seiten weiter. Die abendlichen Schachduelle bereiteten Viktor überraschend viel Vergnügen, das musste er zugeben. Letztes Mal hat Marion so erfrischend gelacht, als er ihr den König schlug. So ein freies, wildes Lachen. Ihren ganzen Körper hat es durchgeschüttelt und wie glücklich ihre Augen glänzten. Plötzlich wurde er ganz still. Eine unerhörte Erkenntnis stieg in ihm auf. Wenn Marion sich so freuen konnte, wenn er sie beim Schach schlug, dann konnte das doch nur Liebe sein. Auch er hatte sich bei seinem Sieg triumphal gefühlt. Ganz genau konnte er sich daran erinnern. Ihr Glück und sein Sieg hatten ihn groß gemacht. Und ja, dafür verdiente sie auch seine Zuneigung. Viktor wurde es ganz warm um die Brust. Das war es also, wovon so viele Menschen sprachen. Ja, das habe ich beim Schreiben sehr interessant gefunden, dass jemand, der keinen Zugang hat so direkt zu seinen Gefühlen, sondern die Welt sehr rational und sehr berechnend wahrnimmt, sich auch Liebe berechnen kann. Ja, wünsche ich einen schönen Tag.